Nein, ich habe Fieber. Warte mal, Sarah, ich füge gleich mal. Oh ja, stimmt, du hast ja wirklich Fieber. Am besten ist, du gehst gleich ins Bett. Ich bringe dir noch einen Fiebersaft mit hoch. Mir ist doch total kalt, Mama. Ja, Sarah, das liegt am Fieber. So, Sarah, in einer halben Stunde sollte es dir besser gehen. Versuche etwas zu schlafen. Wenn was ist, Sarah, ich bin unten. Einfach nur rufen. Ja, Mama, da weiß ich Bescheid. Mama, mir geht es schon viel besser. Wieso antwortet sie mir denn nicht? Irgendwie schaut es hier komisch aus. Und das Bettchen von dem steht hier auch nicht mehr. Vielleicht haben sie ja das Bettchen von dem mit runtergenommen, damit sie mich nicht munter machen. Mama, aber hier ist ja gar keiner. Wo sind denn die alle hin? Die Zahnbürsten liegen hier auch nicht mehr. Hier sieht auch schon alles ganz schön zusammengeräumt aus. Aber vielleicht schaffen sie ja schon alles in den Wohnwagen und warten schon auf mich. Ich werde schnell mal rausgehen und schauen. Hier sieht es genauso aus wie drinnen. Vielleicht sind sie ja im Pool und tauchen und hören mich deshalb nicht. Nein, hier war auch schon länger kein Wasser mehr drinnen. Was ist das denn für ein Riesending? Wo kommt das denn auf einmal her? Das muss ich mir unbedingt mal von nahen anschauen. Das ist voll unheimlich. Jetzt bekomme ich schon etwas Angst. Wie hoch die Höhle ist. Aber hier könnte ich super mit Lena Verstecken spielen. Ich werde mal hochgehen. Vielleicht sehe ich ja da Mama, Papa, Demon und Lena. Ich frage mich echt, wo die hin sind. Habe ich es gleich geschafft, nicht mehr weit. Das ist ganz schön steil, da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht ausrutsche und runterfalle. Nur noch ein kleines Stück. Jetzt bin ich ganz oben und kann immer noch nicht Mama und Papa sehen. Was ist das? Das sind bestimmt Mama und Papa, die mich suchen. Juhu! Dann gehe ich lieber mal wieder zurück ins Haus. Nicht, dass Mama und Papa nach Hause kommen und ich bin nicht da. Das hat sich aber gerade gar nicht nach Mama und Papa angehört. Jetzt bekomme ich aber schon etwas Angst. Da war ich schon wieder gewesen. Oh nein, ein Riesentroll. Ich muss ganz schnell weg hier, nicht dass der mich noch sieht. Oh, er ist schon in der Höhle. Bis runter schaffe ich es nicht mehr. Ich muss mich irgendwo verstecken. Hoffentlich findet er mich nicht. Thank you.
hat mich gleich eingeholt. Papa, du musst mir helfen. Jetzt bin ich zum Glück gleich im Haus und in Sicherheit. Ich hoffe nur, dass Mama und Papa da sind. Oh mein Gott, da ist jetzt auch noch ein Drache dazugekommen. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Warum geht denn jetzt diese blöde Türe nicht auf? Hilfe! Hilfe! Sarah, aufwachen! Mama, ich habe was ganz Schlimmes geträumt. Und zwar, ein Troll hat mich gejagt und dann kam noch ein Drache und ich war ganz allein. Zum Glück war es nur ein Traum gewesen, Sarah. Du musst mir versprechen, dass ihr mich nie wieder alleine lasst. Ach Sarah, ich würde euch doch nie alleine lassen. Hier geht es jetzt weiter zu mehr Videos von der Familie Mattes und über den runden Button könnt ihr uns kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.